Am 3. Juli fand dieses Jahr wieder das Sommerfest am Bürgerhaus Bennohaus statt. Mehrere hundert Gäste hatten Gelegenheit, das Bennohaus kennenzulernen, sich zu informieren und ein vielfältiges Angebot wahrzunehmen. Ich bin hier angefangen 1978 und da sind wir schon mit Stadtteilfesten, Sommerfesten angefangen. Aber in der Art wie jetzt, organisiert von der PR-Abteilung des Bennohauses, das ist seit ein paar Jahren neu. Also es war schon viel Arbeit, es war auch teilweise echt chaotisch. Auch heute war es noch chaotisch, aber jetzt letztendlich ist alles aufgebaut und hat funktioniert und ja, wir sind zufrieden. Neben einer Tombola und verschiedenen Mahlaktionen gab es auch diverse Leckereien. Erstmal ein Eis essen gleich, bis jetzt weiß ich noch nicht. Einfach mal schauen. Also ich bin hier, weil ich hier in der Nähe wohne und weil ich das Bennohaus so gut finde und ja, weil mich das einfach interessiert hat. Weil wir das im vergangenen Jahr schon mal mitgemacht haben mit unseren Enkelkindern und wir fanden das im vergangenen Jahr ganz toll. Auch dieses Jahr kamen Familien vor allem wegen des großen Angebots für Kinder. Neben Bastelaktionen und Kinderschminken gab es eine Hüpfburg zum Austoben. Also hier ist was für die Familie, für die Senioren, für die Kinder und für jeden ist da etwas und das ist klein und fein und man fühlt sich aufgehoben. Einen großen Bestandteil des Bennohauses stellen die Freiwilligen dar. Ohne sie wäre das Sommerfest auch schwer zu realisieren. Wir sind offen, kommt doch, besucht uns. Wir machen nicht nur Sommerfest, sondern wir machen auch andere Dinge im Bennohaus. Das ist ja das Ziel, das ist die Botschaft.